Die Leimstellen vom letzten Einsatz sind trocken. Ich kann die Gewichte entfernen. Und damit könnte ich jetzt eigentlich mit der Endfertigung dieses Sockels beginnen. Dazu entscheide ich mich zunächst einmal, welche Seite unten und oben werden soll. Das hier sieht glatt aus. Hier ist ein kleiner Spalt. Diese Seite ist glatter. Von daher kennzeichne ich die andere Seite zunächst einmal als unten. Und da die untere Seite überhaupt nicht zu behandeln ist, oder zu sehen ist später, brauche ich sie vorab auch nicht zu behandeln. Also zu spachteln und zu streichen. Alle anderen Seiten hingegen sind jetzt zu spachteln und zu streichen. Lecker Spachtel. Drücke mal in sämtliche Löcher der Nägelchen etwas Spachtel rein. Und ziehe das dann ab. Und auch an alle Risse und Schmarren, die ich jetzt unterwegs finde, kommt etwas Spachtel.
So, für die Deckenplatte wäre das jetzt wohl befriedigend geregelt. Damit kommt die Seitenmauer dran. Hier scheint einiges mehr zu tun zu sein. So, leider kann ich nicht auf der zweiten Seitenmauer weitermachen, weil dann würde ich ja das Gespachtelte von der ersten auf den Tisch setzen. Daher mache ich das Wenige, was an der Stirnwand zu tun ist eben. Okay. Das kann zum Trocknen oder besser gesagt Aushärten zur Seite. Und nun könnte ich versuchen, die beiden Wände miteinander zu verbinden. Das ist die bahnsteigseitige Wand. Das ist die Wand, die ich letztes Mal vorgebohrt habe. Unter Druck verbinden sich die beiden auch sehr gut. Ich fühle nochmal nach, ob irgendwelche Hindernisse da sind, die so ohne weiteres zu erkennen sind. Nein. Dann trage ich jetzt etwas Leim auf. Glückwunsch. So. Aufstellen. Anpressen. Das verbindet schon dicht genug eigentlich. Und jetzt probiere ich mal eine Schraube reinzudrehen.
falscher Dreher. Richtiger Dreher. Noch einmal anpassen und justieren. Und rein mit dem Ding. Schraube hat tatsächlich gefasst, auch in diesem weichen Material. Unten ist es komplett glatt. Und oben ist es leider etwas daneben gegangen. Mal gucken, ob man das pressen kann. Ja. Wenn es einmal klappt, kann es auch zweimal klappen. Ich nehme mir die nächste Schraube. Das kommt nicht gut. Ich kann die Schraube schon unter der Wand fühlen. Nichts wie raus damit. Passt immer noch gut. Die Verbindung ist absolut blickdicht, da ist nicht der geringste Spalt dazwischen. Es fühlt sich mit dem Daumen plan an. Ich würde mal sagen, die Methode ist gar nicht mal so schlecht. Müsste das nächste Stück davor. So, nachdem ich jetzt wieder weiß, wo oben und unten dabei ist, sollte ich mir das irgendwie kennzeichnen. Ein kleines U für U.